Rund um die Erde sind etwa 500 Minisatelliten unterwegs und verfolgen die Signale von Flugzeugen, Schiffen und Warenströmen, machen Wettervorhersagen besser und entdecken Überschwemmungen, Waldbrände und so weiter in Echtzeit. Genau wie die Konsequenzen des Klimawandels. Bald sollen sie auch die entlegensten Regionen der Welt mit dem globalen Computernetzwerk verbinden. In den nächsten 10 Jahren könnten es rund 6000 Satelliten werden. Aber auch Nachrichtendienste und das Militär springen jetzt darauf an, warum genau diese Branche so explodiert. Was die Satelliten alles können und welche Risiken sich hinter diesen Erdbeobachtungen verbergen, das alles und noch viel mehr jetzt bei Klicks zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Und am Ende des Videos habe ich noch ein Goodie für euch, ein gratis Exemplar der Zeitschrift Technology Review. Sehr cool. In Zusammenarbeit mit der Redaktion ist dieses Video entstanden. Ja, etwa 500 Kilometer hoch fliegen die Minisatelliten und zwar jeden Tag exakt zur selben Uhrzeit über denselben Punkt der Erdoberfläche. Ihre Kameras machen dabei ununterbrochen Bilder. Allein 88 der insgesamt 104 Satelliten, die im letzten Jahr vom indischen Raumfahrtzentrum ins All gebracht wurden, stammen von dem kalifornischen Unternehmen Planet. Ihre Satelliten nennen sie Doves, also Tauben. Diese sind gut 4 Kilogramm schwer und so groß wie 3 CubeSats. Diese Zahl, 104 Satelliten auf einen Streich, ist tatsächlich Weltrekord und zeigt, wie krass diese Branche explodiert. Planet verspricht seinen Kunden eine tagesaktuelle Abdeckung der Erdlandmassen, aber sie sind nicht allein da oben. Mehr als 500 Minisatelliten kümmern sich um Wettervorhersagen oder die Transponder-Signale von Flugzeugen und Schiffen, aber auch Waldbrände und Überschwemmungen werden in Echtzeit angezeigt. Ein kanadisches Startup hat eine Software entwickelt, die auf den Satellitenbildern basiert und der Regierung alle Waldbrände mitteilt. Zudem auch eine Prognose, wie sich diese weiter ausbreiten werden. In Zukunft sollen die Bilder dann Milliarden von Sensoren und schlauer Geräte in entlegenen Regionen der Welt mit dem globalen Computernetzwerk verbinden, als Teil des Internets der Dinge. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich nur wenige Firmen Satelliten leisten konnten. Doch damals waren die auch noch lange nicht so mini, sondern eher so groß wie ein Reisebus und das machte ihren Bau und ihren Start so aufwendig. Ganz anders sieht das bei den kleinen Satelliten aus, die direkt in rauen Mengen durch nur eine Rakete ins All gebracht werden. Dazu kommen neue technische Lösungen, die das alles möglich machen. Durch künstliche Intelligenz können die Unmengen an Daten überhaupt erst ausgewertet werden. Auch Solarzellen, leistungsfähige Batterien, hochauflösende Minikameras und geschrumpfte Schaltkreise machen den Erfolg überhaupt erst möglich. Wie an einer Perlenkette aufgereiht, ziehen die Tauben ihre Bahnen im sogenannten sonnensynchronen Orbit. Linie für Linie entsteht so Tag für Tag ein Bild der kompletten Landmasse des Planeten und das mit einer Auflösung von 3 bis 5 Metern. Es gibt aber auch noch hochgenaue Satelliten mit 70 cm Auflösung. Wow. Auch eine neue Denkweise hat dazu geführt, in Fachkreisen auch als das Agile Aerospace genannt, also so etwas wie die agile Luft- und Raumfahrt. Hier zeigt man Mut zum Scheitern. Weder Zeit noch Geld werden verpulvert, um jede einzelne kleine Schraube für den Einsatz im Weltraum fit zu machen. Stattdessen zeigen die Unternehmen Mut zur Lücke und nehmen Startunfälle gerne in Kauf. 2014 beispielsweise explodierte eine amerikanische Antares-Rakete und 26 Satelliten von Planet waren auf einmal verloren. Den Ausbau der Flotte verzögerte das aber nur um wenige Monate. Das alles, also der einfache Aufbau und der geringe Preis, bedeuten natürlich auch Abstriche, die gemacht werden müssen. Die Satelliten halten meist nicht länger als 4 Jahre. Die Strategie, möglichst viele einzusetzen, macht den Ausfall dann aber wieder wett. Denn dann übernimmt eben ein anderer Satellit. Zudem haben die Unternehmen so die Möglichkeit, die Hardware immer weiter zu entwickeln. Gefeilt werden soll demnächst beispielsweise noch an der Datenübertragung und den aufgenommenen Wellenlängen. Angedacht sind auch Triebwerke, mit denen die Minisatelliten in Zukunft aufgerüstet werden könnten. Der Markt wird auf mehr als 30 Milliarden Dollar geschätzt, denn in den nächsten 10 Jahren wird mit insgesamt 6200 kleinen Satelliten im All gerechnet. Doch dazu müssen noch einige Faktoren optimiert werden. Per Anhalter ins All zu kommen, ist von der Logistik her sehr aufwendig. Die Termine sind rar und die Umlaufbahnen der großen Satelliten entsprechen nicht den Bahnen der CubeSats. Die Zukunft könnte in Mini-Raketen liegen, also so wie die Electron von Rocket Lab. Ohne viel Schnickschnack, dafür eine elektrisch betriebene Turbopumpe aus dem
den 3D-Drucker. $49.000 pro Kilogramm Nutzlast ist hier der Preis. Insgesamt kann die Rakete 150 Kilogramm transportieren. Der Transport ist zwar teurer als beispielsweise die Mitfahrgelegenheit auf der Falcon 9 von SpaceX, aber dafür exklusiv. Und solch ein kleines System kann durchaus häufiger starten. Derzeit laufen unzählige Projekte, die in diese Richtung gehen. Zudem müsste eine weitere Bedingung eingelöst werden, damit der Markt weiter so ausgebaut werden kann wie derzeit. Die Bilder müssten einen deutlichen Mehrwert bieten. Schon jetzt nutzen Kunden die Minisatelliten, um beispielsweise den Armutsindex eines Landes zu bestimmen, beispielsweise indem sie die Ziegel- und Strohdächer in ländlichen Gegenden zählen. Auch die Abholzung der Wälder wird beispielsweise in Peru oder Vietnam mithilfe der Bilder beobachtet und dokumentiert. Und selbst die Sklaverei kann somit aufgedeckt werden, wie es beispielsweise einem Forschungsteam aus Großbritannien gelungen ist. Und zwar durch das Aufspüren sogenannter Ziegelsteingürteln, also Regionen, in denen sich Ziegelei an Ziegelei reiht. Hier werden Menschen oft als Zwangsarbeiter ausgebeutet. Bisher werten noch Freiwillige die Bilder aus. Man hofft hier auf künstliche Intelligenz, die selbst solche Regionen identifizieren soll. Das Deep Learning trägt hier seinen Teil bei und in den letzten Jahren wurden große Erfolge im Bereich der automatischen Bildverarbeitung gemacht. Doch die lassen sich leider nicht 1:1 auf Satellitenbilder übertragen, denn dort gibt es mehr als die üblichen 3 Farbkanäle. Doch in Zukunft soll es auch nicht bei Standbildern bleiben. Ein Startup aus den USA mit dem Namen Earth Now will demnächst Live-Aufnahmen von jedem Punkt der Erde liefern. Damit ließ sich so einiges beobachten: unkontrollierte Waldbrände, illegale Fischerei oder aber die Wanderung von Buckelwalen. Und stellt euch mal vor, ihr hättet Google Maps mit einer Live-Satellitenkarte. Ziemlich spannend. Eine intelligente Bildverarbeitung würde die Datenmenge reduzieren und so, Zitat, Veränderungen viel besser erkennen und den globalen Puls der Erde quasi fortwährend messen. Das sagt Damian Bord, Abteilungsleiter Deep Learning beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI in Kaiserslautern, zu dem geplanten YouTube aus dem All. Das alles ist für die einen eine mega krasse Vorstellung, für die anderen ist es der reinste Horror. Datenschützer beispielsweise reagieren äußerst nervös auf solche Ankündigung, denn auch wenn die beteiligten Unternehmen oft ihren sozialen Nutzen in den Vordergrund stellen, kommt das große Geld woanders her. Planet beispielsweise hat einen Vertrag mit der US-Behörde für geheimdienstliche Aufklärung, ebenso mit Spionageagenturen. Und auch das Militär zeigt sich interessiert, aber auch Datenreihen für einen anderen Kontext sind bereits im Angebot, beispielsweise von dem kalifornischen Startup Orbital Insight, nämlich dazu, wie gut Parkplätze von Supermärkten genutzt werden oder auch zum weltweiten Abbau von Eisenerz. Diese Infos zeigen sehr genau, wo die wirtschaftliche Entwicklung hingeht. Bei diesem konkreten Beispiel eben, ob ein Supermarkt kurz davor ist, pleite zu gehen oder ob der Laden derzeit ganz gut läuft. Ja, vielen Dank an Technology Review. In Zusammenarbeit mit der Redaktion dieser ziemlich coolen Zeitschrift ist dieses Video entstanden. Und exklusiv für Klicks und Zuschauer habe ich jetzt ein Geschenk. Ihr bekommt nämlich eine Ausgabe gratis, wenn ihr auf diesen Link klickt. Das lohnt sich wirklich. Ja, und hier geht's weiter mit dafür auch draufklicken. Hobbyastronom findet totgeglaubten NASA-Satelliten. Bis dann. Bleibt dran.